Alexa Pop, hier ist Vincent Weiss und ich habe vor 3 Jahren 5 Fragen an Vincent Weiss beantwortet und da schaue ich mal, was ich da so gesagt habe und gebe mal meinen Senf dazu. Viel Spaß. Es wär schön blöd, nicht an Wunder zu glauben. Und es wär so schön, um es nicht zu riskieren. Also sieht auf jeden Fall schon mal 3 Jahre jünger aus. Und ihr seht 5 Fragen an. Ich habe mir zuletzt einen Song von Xavier Naidoo bei iTunes gekauft. Von dem Sing My Song Konzert, das Cover von Samy Deluxe, weckt mich auf. Wir haben irgendwie darüber gesprochen, dass ich das gut fand. Fand ich wahrscheinlich vor 3 Jahren so gut, dass ich es gekauft habe. Was habe ich mir heutzutage als letztes gekauft? Ich habe eben gerade einen Avocado-Toast mir gekauft und gegessen. Mit einem Ingwer-Tee. Boah, das klingt so richtig, richtig Berlin, ey. Veganes, fancy Zeug. Wenn ich kein Musiker wäre, würde ich wahrscheinlich immer noch mich von Nebenjob zu Nebenjob hangeln. Wüsste nicht, was ich mit dem Abi machen soll und habe keinen Plan, was ich studieren würde. Und da ist ganz gut, dass ich die Musik habe. Bleibt, glaube ich, gleich. Bis auf, dass ich Motorradfahren gerade mittlerweile so krass liebe und auf der Rennstrecke oft bin, dass ich vielleicht, ich würde gerne Rennfahrer sein, glaube ich. Aber ich glaube, dafür fange ich einfach zu spät an. Bin schon zu alt für sowas. Guck mal, jetzt bin ich mittlerweile schon so alt, dass man irgendwie so Karriere Wünsche, wie zum Beispiel Fußballer werden soll, bin ich, glaube ich, ein bisschen spät dran. Aber wie gesagt, Musiker ist immer noch Top-Beruf. Schlimmste Bühnenerfahrung war eine Fehlbuchung in einem Club. Ich bin mit unter meiner Haut aufgetreten in einem Deep House Club, dachten wir. Das war aber leider eine Rave-Veranstaltung. Und als ich angefangen habe zu singen, wurde die Tanzfläche schneller leer, als ich gucken konnte. Und es wurde mich gefragt beim Singen, ob ich das mal ein bisschen schneller machen könnte und singen könnte. Also es war echt eine sehr unangenehme Situation. Eines meiner schönsten Auftritte war sozusagen mein allererster. Das wurde ich ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, habe direkt vor 5000 Leuten singen müssen, obwohl ich mich vor 2 Leuten schon immer so geziert habe. Zum Glück war ich sehr betrunken und deswegen ist auch alles ganz gut gelaufen. Ich bin nicht mehr betrunken bei Auftritten. Und ich glaube, dass das tatsächlich immer noch einer der schlimmsten Auftritte war, weil es am Anfang wirklich so auch für mich Auftreten auch super unangenehm war und ich nicht genau wusste, was immer so passiert. Mittlerweile gibt es, glaube ich, so richtig schlimme Auftritte. Gibt's gar nicht, weil alle irgendwie schön sind. Es gibt mittlerweile auch nur noch, gibt auch keinen schönsten. So. Ich glaube, dass es, damals hatte ich ja noch keine richtigen eigenen Auftritte und keine eigenen Touren. Von daher hat sich das ein bisschen verlagert, dass mittlerweile die schönsten Auftritte. Oder ich glaube, als ich das erste Mal gemerkt habe, dass die Leute wirklich so richtig krass die Songs mitsingen und ich da auch wieder von den Fans überwältigt sind, wie schnell die es lernen. Ich hatte einen Auftritt, genau dem hier mit dir rausgekommen ist. Und da beim Zepa dachte ich, komm, lass mal die Leute sehen, mal gucken, wie gut das schon funktioniert. Und es war so krank laut. Und die konnten von vorne bis hinten alles mitsingen. Und das ist schon echt krass und schön zu sehen, dass die, weiß nicht, dass es so krass vom Publikum zurückkommt, was man denen irgendwie gibt. Also mega. Ja, mein Celebrity Crush ist sogar ganz ehrlich Sarah Connor. Also wenn ich 10 Jahre älter wäre, würde ich sie nach dem Date fragen. Ja, ist immer noch so geblieben. Ich war tatsächlich jetzt auch bei ihr öfter zu Hause. Jetzt nicht zum Daten, sondern zum Songschreiben. Und habe einen Song mit ihr zusammen geschrieben, der auch auf dem Album ist. Und ja, find's mega. Werde auch öfter mit ihr schreiben. Ist natürlich jetzt kein Crush mehr so, sondern eher so ein Arbeitskollege. Obwohl ich immer noch, wenn ich 10 Jahre älter wäre, es auf jeden Fall versuchen würde. Ich hätte gerne mehr Taktgefühl. Was sehr schlecht ist gerade an mir, aber wenn ich immer mit meinem Schlagzeug ein bisschen mitspielen sollte, ist das eine reine Katastrophe. Ich würde gerne meine Hemden bügeln können, weil meine Oma mich immer anschnauzt, wenn sie mich irgendwo im Fernsehen sieht und ich aussehe, wie ich halt aussehe. Das wäre noch verbesserungswürdig. Hat sich ein bisschen gebessert alles. Auf einem guten Weg. Was würde ich jetzt gerne können? Ich glaube, ich würde gerne tanzen können. So richtig gut tanzen. Dass man im Club nicht aussieht wie der letzte Trottel, dass man auf der Bühne, wenn man mal irgendwie dazu kommt, sich zu bewegen, nicht so aussieht. Und ich bin auch, wenn ich auf Geburtstag bin und so auf dem 15. Geburtstag mittlerweile bei der Familie und meine Oma mich zum Tanzen auffordert, habe ich keine Ahnung, was ich da machen soll. Die führt mich dann, was auch schon ein bisschen peinlich ist. So, und dann, das würde ich gerne, ich würde gerne tanzen können. Ja. Weil's so verdammt leicht ist, wenn du dabei bist, ich will.